Hallo liebe Angelfreunde, ich bin mal wieder am Fischerspark. Ich habe es endlich mal wieder ans Wasser geschafft nach längerer Zeit und wollte es mir nicht nehmen lassen, heute mal ein paar Köder zu testen, die Arthur von Angel Area mir geschickt hat. Und zwar sind das die Sorex Pro Gummiköder. Die gibt es in ganz verschiedenen Formen und Farben. Zum Beispiel gibt es hier unter anderem so ein super weiches Würmchen. Ich halte das hier mal so in die Kamera. Ich hoffe, ja, jetzt fokussiert die Kamera auch. Die Köder machen eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und da ich die von Arthur geschenkt bekommen habe, hat Arthur natürlich auch für euch Köder dabei gelegt. Und zwar kann einer von euch zwei von diesen Packungen gewinnen. In den Geschmacksrichtungen Banane und Pflaume. Nehmt es mir nicht übel, aber wenn ich die Geschmacksrichtungen lese oder rieche, dann ja, denke ich eher an andere Gummis als an Angelgummis. Das aber nur so nebenbei. Wir werden das jetzt mal testen, was die Gummis so können. Und wie ihr die gewinnt, die Köder, das sage ich euch gleich im Verlauf des Videos. Also dann wünscht mir viel Glück, dass ich mal was fange. So, der Köder ist angeködert. Ihr seht ihn hier, ein kleines Würmchen. Das riecht echt extrem nach Banane. Testen wir es einfach mal. Ich lasse den immer jetzt mal so ein bisschen absinken. In letzter Zeit war es ja ein bisschen kühler. Na, war das schon ein Biss? In letzter Zeit war es ja ein bisschen kühler. Von daher vermute ich, dass die Fische etwas tiefer stehen. Sieht auch kaum Fische an der Oberfläche, was auch ein Indiz dafür ist, dass die wahrscheinlich eher da weiter unten sind. Tatsächlich noch einen erwischt. Habt ihr hier stehen sehen? Habt ihr mal angeworfen mit diesem Wurm? Ja, ne, alles gut. Kein Problem. Ja genau, die ist auf den Wurm quasi gegangen. Ich habe den vor der hingeworfen, ja. Ne, dann hat sich den gepackt, dann habe ich den mitnehmen lassen und dann hat die den wieder ausgespuckt. Dann dachte ich so, fuck, der hat den wieder ausgespuckt. Auf einmal habe ich aber den Wurm nicht mehr gesehen, habe gewartet und dann lief die Schnur wieder ab. Das heißt, die hat sich den noch ein zweites Mal dann gepackt. Schnacker Wenz, Mann. Die hat jetzt auch erst kapiert, dass sie am Haken hängt, weil am Anfang hat die gar nicht so viel gekämpft. Boah, ey. Das liefert hier aber doch noch einen guten Kampf hier. Aber jetzt haben wir sie gleich. Nein. Ah, ich hab Cash am Griff. Guck. Da habe ich mir schon extra so einen großen Kescher geholt. Jawohl, Westen. Ja, liebe Angelfreunde, ihr habt es gesehen. Den Drill, der Sorex-Wurm hat zugeschlagen. Das war wirklich richtig genial. Ich habe mir das genauso gedacht. Ich habe da eine ganz kleine Tungstenkugel vorgeschaltet. Die sieht man jetzt nicht. Der Wurm hat sich ein bisschen hochgezogen. Der Wurm, der taucht jetzt quasi super langsam ab. Der taumelt so im Wasser, ja, sinkt quasi wie ein echter Wurm in der Geschwindigkeit. Das habe ich so ein bisschen ausgetüftelt. Dann habe ich vor dieser wunderbaren Forelle hier vorhergezogen. Die Forelle hat gepackt, dann wieder losgelassen, ist dann nochmal umgedreht, hat sich den Wurm nochmal genommen. Also ich würde mal sagen, das spricht tatsächlich für sich. Wunderbares Tier. Die hat auch ordentlich schön Gewicht. Also da können wir schön kaltgeräucherte Lachsseiten, Lachsforellenseiten draus machen. Ich bin super happy, dass es geklappt hat mit dem Köder. Und ja, wie gesagt, ihr könnt die Köder ja gewinnen, wie ihr das macht. Ihr kennt das Spielchen. Ah.
einfach unter dem Video kommentieren. Ich freue mich zwar immer auch riesig, wenn ihr abonniert den Kanal und mir ein Like da lasst. Das bringt mich auf jeden Fall immer weiter, damit wir auch in Zukunft dann so schöne Gewinnspiele machen können. Aber ja, also das ist auf jeden Fall ein richtig guter Fisch. Jetzt versuche ich mal weiter und guck mal, ob ich noch den einen oder anderen erwischen kann. So, ich wollte euch jetzt einmal zeigen hier auf dem Video, wie ich das hier gemacht habe mit diesem Wurm, wie ich diese schöne große Forelle gefangen habe. Also der Kopf, der Tungstenkopf ist tatsächlich jetzt hier in den Wurm reingerutscht. Das ist aber gar nicht schlimm. Dann sieht man den zwar nicht mehr, aber das macht überhaupt nichts. So, und wenn wir jetzt hier mal gucken, dass es auch wirklich drauf ist. Den Wurm quasi hier, ihr seht den hier unten, ne? Wenn wir den jetzt hier ins Wasser lassen, plumpsen, dann taucht der so super langsam ab. Und wenn wir den jetzt so zubbeln, wie ihr das mal hier so seht, dann spielt der wirklich wunderschön unter Wasser und bleibt dann quasi fast auf der Ebene stehen, taucht ganz langsam unter, ne? Und genau so habe ich vor der Forelle, vor dem Maul von der Forelle quasi rumgespielt. Und dann hat sie sich den gepackt, wieder losgelassen. Und nochmal hingegangen und hatten dann richtig mitgenommen, Anhieb gesetzt und dann hing sie. Ne, so könnt ihr das machen. Das funktioniert wirklich wunderbar. Der nächste Fisch auf den Köder. Wieder eine schöne Lachsforelle. Sagen wir dem Fänger, der anonym bleiben will, mal Petri Eil. Ja, liebe Angelfreunde, was soll ich sagen? Es regnet. Ich habe mal die Polbrille rausgeholt. Habe wieder einen Sorex-Köder dran gehängt. Ja, ich würde sagen, das hat sich gelohnt. Der nächste schöne Lachs. Also ja, läuft. Also ist, ich kann gar nichts sagen. Die Köder sind total super. Ich habe jetzt einen ganz kleine Tungstenperle dran, quasi, sodass sie so minimal langsam absinken. Die Köder schwimmen normalerweise. Und mit der ganz kleinen Tungstenperle tauchen die ultimativ langsam ab und haben dann ein super schönes Spiel unter Wasser. Köder hängt auch noch drin im Fisch. Ja. Nächste schöne Lachsforelle heute. Können wir auf jeden Fall sagen, dass es läuft. Auch wenn es regnet, aber von dem Wetter lassen wir uns jetzt hier nicht unterkriegen. Ich habe eine schöne Plastiktüte hier über meine Kamera gespannt und von daher funktioniert das alles. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Wie Ärger, hätte ich das schon die ganze Zeit anhaben können. Wieder ein schöner dicker Lachs. Hast du? Jawohl! Schönes Ding. Was soll ich sagen? Also, heute ist der Tag wirklich grandios. Ist ein unfassbar guter Tag heute. Vor allen Dingen auch dank der Sorex-Köder, die mich total überraschen. Also hier ist noch ein anderer Angler, der eben zu mir gesagt hat, er wäre nicht so der Gummifan. Und dem habe ich eben auch noch mal den Köder montiert. Der ist jetzt wieder ein bisschen hochgerutscht. Normalerweise sitzt der ein bisschen weiter unten. Dem habe ich jetzt auch den Köder montiert. Der hat zwei Lachse jetzt auf genau auch diesen Köder hier von Sorex gefangen. Ich verlinke euch den Namen und alles schreibe ich euch unten ins Video. Ja, und ich sag mal so, das ist, ich sag mal, der wahrscheinlich zweit- oder drittgrößte, ich sag mal, zweitgrößte Lachs von denen, die gefangen wurden. Der andere Kollege hat hier noch einen größeren gefangen. Also wirklich bestimmt, also ich will nicht übertreiben, aber ich denke mal so 4, 4,5 Kilo wird der andere Fisch haben. Ja, es ist unfassbar, es macht richtig Spaß, es ist richtig cool. Die Sorex-Köder liefern, oh, jetzt blutet der Fisch, aber so ist das halt, wenn man die vernünftig versorgt. Ja, ich weiß nicht, was ich euch noch sagen soll dazu. Ich kann die Köder wirklich nur empfehlen. Mit einer ganz kleinen Tungstenperle, Fische an, die Fische werden angeworfen.
Der Köder sinkt super langsam ab und dann gehen die Fische einfach drauf und lassen nicht wieder los. Der Fisch hat ihn sogar genommen. Ich habe zu spät quasi ein bisschen Druck rausgenommen aus der Rute. Hat den Köder wieder ausspucken können und hat sich umgedreht und hat sofort den Köder wieder genommen. Also wirklich richtig, richtig stark, richtig, richtig gut. Und der hat ihm so gut geschmeckt, dass er direkt wieder haben wollte. Und ja, der Fisch spricht für sich. Ist jetzt mein dritter Lachs. Der andere Kumpel, ich kenne ihn gar nicht so gut, aber andere Kollege hier, der andere Angler am Teich, der hat jetzt zwei Lachse auf genau diesen Köder, den ich euch gerade gezeigt habe. Das ist auch mein zweiter. Den ersten habe ich ja auf einen anderen Sorex-Köder, aber die Sorex-Köder. Ich habe auf jeden Fall den anderen Angler von den Gummiködern überzeugt. Er hat schon gesagt, er wird sich die bestellen. Ihr kriegt die beim Arthur im Shop. Und was soll ich sagen? Ich kann sie wirklich nur empfehlen. Weil sonst beißen die Fische auf nichts. Wir haben wirklich viel schon probiert. Der andere Kollege, der weiß, ist jetzt seit zwei Tagen durchgehend hier. Der hat hier die Hütte gemietet quasi, angelt hier seit zwei Tagen durchgehend. Er hat einen Lachs voll gefangen auf Grund oder so. Aber er sagt auch jetzt innerhalb von einer halben Stunde zwei richtig, richtig fette Lachse. Ich jetzt hier den dritten. Das ist schon genial. Und wie gesagt, ich kann euch den Köder nur empfehlen. Wir angeln noch ein bisschen weiter. Und dann sage ich mal bis später. Jawohl, hab sie. Ich muss euch schnell umdrehen. Der Hintrich steht falsch rum. Jetzt hab ich sie gekriegt, glaube ich. Ich hab gesehen, wie die wieder da zurückgeschwommen kam. Und dann habe ich sie richtig mal neben lassen. Ja, was soll ich sagen? Nächster Fisch auf den Sorex. Ich habe hier diese Goldforelle. Rechts auch eine Kupferforelle. Ich bin mir nicht ganz sicher. Meine Sonnenbrille kann es nur hundertprozentig erkennen. Etwas weiter draußen schwimmen sehen, habe die beim ersten Mal angeworfen. Da konnte sie mir noch erwischen. Die ist aber schon draufgegangen und hat aber dann nicht schlucken wollen. Und diesmal habe ich sie den Köder etwas länger auch nehmen lassen. Und bams. Schön draufgeknallt, so wie das sein soll.